würde so gerne irgendwie oben aufs Dach rauf, irgendwie da. Weil ich glaube anders, wie soll das sonst anders möglich sein, hier zu überleben? Die Typen kommen bestimmt von allen Seiten. Munition, Munition, Munition. Wir haben Pistole, das Ding ist leer und ein bisschen was davon, das wird doch nicht reichen. Ach du Scheiße. Halt, da ist doch was. Neben, 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 neben. Alter. Überquere den Skywalk. Wie bitte? Was? Wie? Dieses, warum wurde gerade eben die Zeit angehalten? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, eigentlich die Zeit. Achso, da, guck mal. Der ist weg. Oh. Hallo? Ah! Swoosh, swoosh, swoosh. Okay, das war jetzt nicht cool. Die anderen fallen echt super schnell um, aber der... Was war das? Vor die Zeitanomalien, das kann nicht gut sein. Das bedeutet nichts Gutes. Wir müssen ihn umgehen. Das war das. Okay, so kann ich ihn gar nicht. So kann ich ihn gar nicht erwischen. Aber so. Irgendwas stimmt hier mit der Zeit nicht. Ganz eindeutige Zeitmissverständnisse. Geil! Der hat den Zeitsprung nicht überlebt. Ich überlege gerade, was wollte man drücken? Ich musste Tab drücken. Nee, was waren. Hä? Was waren diese komische Taste? Jetzt hab ich. Ich habe nämlich einen kleinen Moment nicht gespielt. Ich muss ganz kurz mal gucken. Steuerung, 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 vorwärts springen, gehen. Schießen, Waffenplatz, da ist der Zeitschild, Zeitstopper, Maus 3, das hat man gerade gemacht. Genau, das ist Wuschen, Zeitblick. Ach, V, das war's. Genau, den Zeitblick wollte ich hier mal erörtern. Da hinten muss ich hin. Da sind überall Gegenstände, die ich hätte nutzen können, um hier die Typen abzuwehren, indem ich sie zum Explodieren bringe. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das braucht der Onkel natürlich nicht, das ist ja egal. V wie... Wöp. Halten so eine Dinger wirklich mehr als einen Schuss aus? Ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Ganz gewaltig nicht. Das ist doch immer, wenn die Zeit stillsteht, dann sieht das immer genauso aus wie jetzt. Genauso in diesem Fall. Begib dich zu Serene über die Trockendocks. Finde einen Weg durch die Lagerhalle. Ich habe da was gefunden. Bei dieser Kronon-Operation wird eine Art Treibstoff gewonnen. Er wird dazu verwendet, etwas namens CFR anzutreiben. Sagt dir das was? CFR? Nein, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint Monarchs zentrales Projekt zu sein. Dieses Ding, das sie der Universität geklaut haben, diese Operation, alles hat auf irgendeine Weise mit diesem CFR zu tun. Was hat Paul bloß vor? Gute Frage. Ich will auch gar nicht unbedingt zu dem hin. Ich möchte ihn gar nicht treffen. Also, das kann nicht gut enden. Vor allem, da der ja so super mega mächtig ist. Legen wir los. Ich glaube, irgendwie noch viel mächtiger können wir ja eigentlich nicht werden. Wir haben ja schon alle Kräfte. Na super. Ich mache die Präsentation klar, um sicherzustellen, dass allen das Wesentliche bewusst ist, bevor wir fortfahren. Hallo, ich
bin Dr. Sophia Adams. Die stehen alle so wunderbar auf einem Haufen. Da ist er! Er ist genau hier! Was war das? Nichts weiter, keine Sorge. Geh rein! Ey! Warum kann ich denn nicht? Achso. Bis jetzt läuft's ganz gut, oder? Oder irre ich da? Wir drücken mal kurz V. Ich will mal kurz checken, wie hier noch so ist. Da kommt ein Vetter hoch. Das ist nicht... Rotflintenschütze rückt auf den Feind vor! Zum Teufel! Au! Das hat gar nichts gemacht gerade eben. Wir müssen uns dringend refreshen sozusagen. Ich stelle mich aber auch an. Noch drei Schuss. Das war's mit denen. Lauf, Forrest, was ist denn? Oh oh. Lauf, Menschenskinder. Ich bringe ihn zur Stelle. Es ist halt nicht immer. So, schnell ein bisschen aufladen. Jetzt mach schon. Okay, der ist weg. Das ist gut. In dem Fall ist das sehr gut. Wir laden uns auf. Entschuldigung, es läuft nicht so richtig gut, aber es wird. Feuerstoßpistole, was ist das? Okay, das ist das. Wir laden immer kurz alles nach. Das ist eher. Was kann die? Ach so, das ist so ein Beretta-Dingsbums. Ja, hätte ich nicht machen brauchen. Komm, ich bleib mal bei dir. Die Pistole haben wir jetzt hier schon aufgenommen, das ist schon klar. Was ist hier hinten? Sturmgewehr? Nee, das will ich auf jeden Fall nicht. Hier gab es irgendwie noch was zum Auflesen. Oh, scheiße. Wo ist er denn? Siehst du den irgendwo? Okay, locken wir ihn mal aus. Na, zeig dich. Da hat doch gerade eben noch jemand auf mich geschossen. Und da, schon wieder. Ach, da hinten. Oh, das sind sogar mehrere. Die haben mich zum Glück verfangen, wie es aussieht. Bams. Ich muss einen Weg rausfinden. Großer Vorteil, wenn man die Zeit kontrollieren kann. Und so ein bisschen zumindest. Läuft ja nicht so gut momentan, aber wir kriegen das schon noch hin. So. Ganz kurz mal abchecken, hier liegen überall Dinge rum. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ja, ja, ich muss wohl nach oben. Die weiterentwickelte MP kennen wir schon, die war eigentlich doof. Aber egal, Großkaliberpistole. Es muss etwas geben, womit ich dort hochkomme. Nee, die will ich gar nicht. Wir brauchen das Sturmgewehr. Ein weiterentwickeltes Sturmgewehr wäre ganz nett. Das könnte mir gut zu Gesicht stehen, sozusagen. Das Ding hier ist so ein bisschen, Oh, was haben wir? Ist das wieder lange? Wo fange ich an zu lesen? Man kann oben anfangen. Kronon Technologie, Eckpunkte der Phase 2. An Monarch Kronon, Forschungspersonal. Ich schicke eine kurze E-Mail, um sicherzugehen, dass alle Abteilungen innerhalb der Kronon FUE-Abteilung im Zeitplan liegen. Wie Sie wissen, wird Monarch nach Abschluss der Operation an der Universität am 9. Oktober in Phase 3 übergehen. Die wichtigsten Eckpunkte für die Phase 2 abgeschlossen sein müssen. Achso, die abgeschlossen sein müssen, sind Ground Zero Gewinnungsoperation. Wir erwarten, dass wir am Ende von Phase 2 inoffiziell ausreichend Kronon-Partikel aus der Ground Zero Operation gewonnen haben, sodass wir die notwendige Kronon-Technologie auf unbestimmte Zeit betreiben können. Der Zutritt zur roten Zone sollte ab diesem Zeitpunkt verboten sein. Die gesamte Ausrüstung zur Kronon-Gewinnung wird während Phase 3 abgebaut und zurück ins Monarch-Gebäude transportiert. CFR-Forschung. Jegliche Forschung bezüglich des CFR muss abgeschlossen sein und der CFR ins Monarchgebäude zur sicheren Aufbewahrung zurückgebracht worden sein. Ich glaube, das ist der CFR. Könnte das der, hier, dieser komische Generator sein, den wir damals angeschmissen haben? Rettungsboot. Die Testphase des Prototyps des Rettungsboots sollte abgeschlossen sein. Weitere Tests werden erst folgen, nachdem der CFR ins Monarchgebäude zurückgebracht wurde. Kronon Tech, die Alpha-Versionen der Technologien für alle Panzerungen und Waffen müssen fertiggestellt worden sein. Die Arbeit an den Beta-Versionen der Technologie wird während
Phase 3 beginnen. Der Dämpfer muss soweit fortgeschritten sein, dass ein Konzept für das fertige Ergebnis nachweisbar ist. Bitte lesen Sie die Broschüre zu den Eckpunkten, um sicherzustellen, dass alle Ergebnisse, die von der Abteilung erwartet werden, auch erzielt werden. Dr. Sophia Amaral, die Leiterin der Forschungsabteilung. Das ist ein richtiges Schätzchen. Ein Mäuschen ist ein Mäuschen. So. Aber wir lassen das jetzt hier einfach so, wie die ist, oder machen wir das jetzt, wird das deaktiviert, ausgeschaltet, oder haben wir das schon ausgeschaltet, die wir drauf geschossen haben? Hm. Da steht irgendwas mit Kronen drauf, wir müssen die einfach nur raus. Dass das Ding jetzt wieder da ist, interessiert anscheinend nicht. Doch. Kronengewinnung abgebrochen. Unzureichende Kronenpartikelmenge ermittelt. Bitte platzieren Sie die Gewinnungsmaschine in die gelbe Zone des Anomaliegebiets um. Nee. Ich soll. Achso, ich muss auf jeden Fall nach oben. Da oben ist irgendwie bla bla. Da müssen wir hin. Aber hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss hier nach oben. Passiert jetzt irgendwas? Nö. Fällt einfach nur um. Plump. Okay, Kronon irgendwas. Okay, wir gehen nochmal nach oben. Da oben war doch gerade irgendwie... ein Zeichen. Hä? Aber ich weiß nicht, warum. Ach, guck mal, jetzt ist das Ding hier aktivierbar. Sophia Amaral. Monarchs hauseigene Kronon-Wissenschaftlerin. Sie muss vieles von dem wissen, was auch Will wusste. Ich habe alles zerschossen, deswegen können wir jetzt ja kein Bild sehen. Guck mal, ist wieder ganz. In den vergangenen 6 Jahren hat Monarch auf dem Gebiet der Maya-Joyce-Partikel, besser bekannt unter der Bezeichnung Kronon-Partikel, große technologische Fortschritte gemacht. Am 4. Juli 2010 kam es, konzentriert auf ein sehr kleines Gebiet, das wir heute als Ground Zero bezeichnen und das sich im Industriegebiet von Riverport befindet, zum ersten Mal zu singulären temporalen Anomalien. Diese führten zu einer hochkonzentrierten Emission von Kronon-Partikeln, wodurch die perfekten Bedingungen für ihre Gewinnung geschaffen wurden. Das Ergebnis unserer Kronon-Gewinnungsanlage sehen Sie heute vor sich. Monarchs gesamte Kronon-Technologie ist auf diese Partikel angewiesen. Ganz besonders der Kronon-Feldregulator, oder CFR, bei dem es sich um das einzige Gerät handelt, das eine Stabilisierung und Regulierung großer Mengen dieser Partikel gewährleisten kann. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden alle Kronon-Behälter von hier zur Monarch-Zentrale transportiert. Ausschließlich autorisiertem Personal ist der direkte Umgang mit den Behältern gestattet. Mit Betreten der gelben Zone werden singuläre temporale Anomalien häufiger. Das heißt, ihr Auftreten häuft sich, je näher man sich am Ground Zero befindet. In dieser gelben Zone befinden sich konzentrierte Kronon-Taschen, unsere Primärziele. Das Betreten von Ground Zero selbst ist auf keinen Fall gestattet. Wir bezeichnen diesen Bereich als die rote Zone. Dort herrscht kein einheitlicher Zeitfluss mehr und es können ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auftreten. Viele, die Ground Zero betreten haben, sind nie wieder zurückgekehrt. Wir wissen, dass es am 8. Oktober 2016 zu dem Riss kommen wird. Wir nehmen an, dass ab diesem Zeitpunkt die Kronon-Konzentration am Ground Zero langsam sinken wird, bis keine Zeitanomalien mehr auftreten. Aus diesem Grund müssen jegliche Gewinnungsarbeiten, die für die ununterbrochene Nutzung des CFR unerlässlich sind, abgeschlossen sein, bevor sich der Riss vollständig auswirkt. Okay, bla bla. Ich frage mich, warum. Das habe ich jetzt gestoppt oder was? Aber ich kann doch jetzt. Ich habe das Ding jetzt hier weggemacht. Komme ich jetzt da. Ist doch Quatsch. Warte mal. Wir gucken nochmal. Da ist Q, ist klar. Aber ich das jetzt wieder hoch. Achso, wenn ich mich da draufstelle, das kann ich nicht. Doch, tatsächlich nicht. Das ist ja schräg, Alter. So ein Lift fährt man nicht jeden Tag. Würde ich auch sagen. Was war das? Sehr laut? Hm. Geht's doch wieder runter. Mhm.
Sehr formschön, sehr formschön. Hier hinten gibt es nichts zum Lesen, nichts zum Angucken. Aber, hä? Ja, und nu? Jetzt kann ich hier hin, das ist ja toll. Ach, hier ist eine Anomalie. Guck mal, habe ich überhaupt nicht gesehen. Eine von sieben. Eine von sieben aktiver Impuls. Das ist das Ding. Bei Einsatz von Wushu und Flashen werden kurzzeitig gegnerische Position angezeigt. Darum ist das gesperrt. Kann ich gar nicht benutzen. Das Thema für den Zeitblick. Wushu. Ach, guck mal, hier kommt jetzt noch mehr dazu, oder was? Größerer Explosionsradius? Ja. Ja, unbedingt. Das würde ich nämlich haben. Ganz dringend. Oh, dann wird es richtig teuer. Sechs Pünktchen. Okay, jetzt waren wir hier drin. Das ist anscheinend nicht der Weg, der uns... ja, den wir nehmen müssen. Der hier ist es. Jack, ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Das ist gut. Da sind wir dabei. Da werden wir mit rausfinden. Wir gucken mal ganz kurz hier. Und sind wir von hier zufällig gekommen? Was ist das für ein Raum? Das ist irgendein Raum. Ach, von wegen irgendein Raum. Guck mal, hier ist noch so eine Anomalie, die nehmen wir nicht mit. Hä, was war das gerade? Hast du das gerade gesehen? Das sah ja krass aus. Da war doch gerade eben ganz plötzlich eine Struktur zu sehen auf dem Boden. Hat irgendwie die nicht so richtig hier reingepasst hat. Egal. Wir müssen da hinten weiter. Pitsche platsche nass. Okay. Das hier ist der Weg hier hoch, würde ich sagen. Nee. Hier geradeaus oder was? Da hinten lang? Ich weiß es nicht. Laufen wir mal kurz hier lang. Das sieht doch gut aus, Gummi. Gibt sogar eine kleine... Was war das gerade? Okay, da hinten müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, was wir hier noch übersehen haben. Eigentlich haben wir relativ viel mitgenommen, glaube ich. Für mein Empfinden total viel aufgesammelt. Okay, gibt es hier auch nochmal so eine Anomalie? Nee. Wieso gibt es hier nichts? Wozu dann diese Treppe? Aus Symmetriewegen. Gründen. Okay. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das glaube ich auch. So, und wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Begib dich zu Serene an den Trockendocks. Ich würde am liebsten mit dem Auto einfach fahren. Komm, wir gehen erstmal hierher. Aha, da kann ich gar nichts tun. Ich kann hier was tun? Ja, hier kann ich irgendwas tun. Kann ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Hab sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein, nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also, Finger weg. Was haben die gesagt? In was? Ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Hab sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein, nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also, Finger weg. Irgendwas in dem Container? Also hier drin? Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Okay. Ich möchte ja nicht gleich auf die Stimmung drücken, aber hier kommen die letzten Meldungen zu der schrecklichen Tragödie, die sich an der Riverport-Universität abgespielt hat. Okay, das war noch die 3 von 7 Grundquellen. Gut, man könnte sich das jetzt alles anhören. Ich höre jetzt mal nicht so genau hin. Das Blabla, weißt du.
Da stehen wir wieder so sinnlos rum. Ich möchte lieber irgendwie vorlesen oder so. Da drin müssen wir auf jeden Fall hin. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Das ist diese dort. Ich guck mal ganz kurz, hier rechts ist nicht. Guck mal, da hinten gibt's noch was. Warum ist Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Das wollte ich noch ich gar nicht. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Ja, also Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack, tu nichts Unüberlegtes. Na, würde ich nie machen. Ah, vielen Dank für das Vertrauen. Von Martin Hatch, nächste Schritte an Claire Ogawa. Ogawa? Ja, genau. Es hat sich nichts geändert, wir machen weiter. Der Vorfall an der Universität war ein Rückschlag, aber wir können die daraus entstandenen Komplikationen zu unserem Vorteil nutzen. Paul konzentriert sich auf Phase 3 des Plans. Er fragt sich, ob es Verräter innerhalb Monarchs gibt, aber ich bin mir sicher, er weiß nicht, wo er nach ihnen suchen soll. Ah. Okay, ich werde dafür sorgen, dass die Schuld an der richtigen Stelle gefunden wird. Die Gala wird heute Nacht stattfinden, dort werden wir unseren nächsten Schritt unternehmen. Sie kümmern sich um die Vorbereitung, stellen Sie sicher, dass in Dr. Kims Labor alles für die Explosion bereit ist. Was? Ich sorge dafür, dass Paul ausreichend abgelenkt ist. Amy, alles in Ordnung? Sich verdächtigen wird. Ach, scheiße. Die Operation an der Universität hat mich viel mehr Aufmerksamkeit gekostet, als wir erwartet haben. Wie sind die Auswirkungen auf dein weiteres Vorgehen? Ich habe Bedenken, dass Paul bla 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 bla. Genau, alles klar. Also eine Explosion heute Abend? Das ist nicht cool. Doktore Ama... Oh Gott, ist das viel Text. Oh Gott. Mein Drehbuch. Es ist ein Drehbuch. Ich scroll langsam runter. Wer will, kann sich das dann... Wir haben nicht allzu oft miteinander gesprochen, aber ich bin einer von Serenes Männern auf dem Reaper Squad. Die arbeiten inmitten des ganzen Technologiezentrums oder Chronotechnologie, wie sie es nennen, nicht wahr? Hat mich wirklich inspiriert, also habe ich angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Darin wird viel über Wissenschaftliches geredet, also hätte ich gerne einen Wissenschaftler, der es überprüft und sicher geht, dass alles irgendwie Sinn ergibt. Würde es Ihnen etwas aufmachen, einen Blick darauf zu werfen? Vielen Dank, hier ist die erste Hälfte. Ich scroll einfach mal kurz durch. Wissenschaftlerin Bruce, schüttelt sich die Hände. Bruce Livingston, Ganoven, Wissenschaftlerin Bruce, okay, bla bla. Es ist wirklich viel. Es ist viel, viel, viel. Und das möchte ich nicht lesen. Es ist mir einfach zu viel. Es dauert zu lange. So. Nicht, dass ich natürlich nicht hier alles spielen wollen würde. Aber, ganz ehrlich, das ist irgendwie ein bisschen drüber. Okay, da gucken wir gleich rein. Kannst du mal kurz abchecken, ob hier noch irgendwas ist? Nö, es ist und bleibt dieser Weg. Begib dich zu Serene an den trockenen Docks. Ich muss immer wieder gucken, weil ich will hier diese komischen Kronenquellen nicht übersehen, sozusagen. Die will ich alle mitnehmen, damit wir uns nachher und dementsprechend gut ausrüsten können. Unsere Fähigkeiten. Das voranbringen? So, aber hier ist nichts. Okay. Das ging. Das Gott! Ging. Das war knapp. Naja, es ging. Es ging vor allem schneller, als ich dachte. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Geiles, ich komm da auch nicht. Ach so, warte mal, pass mal auf. Voll easy. Wisst ihr was? Guck mal. Verstehst du? Ich muss das wieder hinstellen, dann haben wir zwar nicht viel Zeit. Gar kein Problem. Ich habe jetzt Sorge, wenn ich jetzt noch umgehe, dann ist da irgendwie wahrscheinlich alles vorbei. Oder was? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen. Ich bin gespannt, was da oben ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ständig wieder ballern. Ist ja schon eine Weile nichts mehr gewesen. Okay.
Okay, hier ist nichts zum Angucken. Jetzt werden wir erstmal wieder geblendet sein. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarch war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ah, mein Schutzschild ist alle. Das ist wenig schön. Oh, krass, siehst du? Läuft. Läuft der Aal. Ja. Yeah. Bamsen, verstehst du? Oh, wollte ich gar nicht. Also so ein bisschen rumlaufen. Verstärkung nähert sich der grünen Zone. Greifen Ziel an. Nee, lass mal. Warum? Scheiße. Zwei? Scheiße. Au! Scheiße, wie soll man denen beikommen? Warte mal, habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich kann die... Mit dem Swoosh konnte man die irgendwie wegschieben, glaube ich. Das habe ich davon gelesen. Das stand doch da. Benutze den Zielmarkierer-Tab, wenn du nicht mehr weiter weißt. Nee. Ich weiß ja weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich gegen diese Typen vorgehen soll. Okay, alles normal. Schade. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und zu Reese. Ich wäre gerne hier oben, ne, wenn die dann reinkommen. Das wäre total geil, wenn ich hier wieder hoch könnte. Kann ich hier wieder hoch? Ich glaube nicht, ne? Ich kann hier runterhüpfen und ich kann natürlich weglaufen. Ja, aber hier komme ich auf jeden Fall nicht mehr nach oben. Ich habe aber da noch die Möglichkeit, diese explosive Tonne zu benutzen. Wie soll ich das auch machen? Ich würde gerne jetzt speichern, dann muss ich nicht nochmal... Oh. Das war jetzt der Typ. Verstärkung nähert sich der grünen Zone. Greifen Ziel an. Okay, könnt ihr gerne machen. Gehen jetzt beide auf eigentlich oder nur der eine? Nur die eine. Noch ein zweiter sein. Es waren doch gerade eben auch noch zwei gewesen. Warum ist jetzt nur noch einer? Das weiß auch niemand so recht. Aua! Okay, da ist jetzt offen. Wo ist denn dieser zweite Typ? Das ist ja schräg. Da ist er. Oh oh. Oh, 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 oh. Lauf! Und zwar ganz schnell. Es gibt hier Anzeichen für eine Anomalie. Safeguard, ich will, dass Joyce Ding festgemacht wird, bevor es zur Anomalie kommt. Das war richtig knapp gerade eben.
dieses Ding. Da hinten kommt noch so ein Typ. Was macht der? Okay, sieht aus, als wär's... Nette Fahrkünste, Jungs. Okay, sieht so aus, als wäre es wohl zu spät gewesen für die. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit? Ich würde gerne nochmal gucken, ob es hier noch zu holen gibt. Zum Beispiel Munition. Dann nehmen wir mal alles mit. Achso, ist bereits voll. Na dann. Aber die ist noch nicht voll. Jetzt aber. Okay, alles klar. Es spielt sich heute irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht warum. Ich stelle mich ein bisschen an. Aber es wird schon. Es wird reichen. So. Okay, das sieht hier ausgeräumt aus. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist noch mehr Munition. Das macht es nicht besser eigentlich, oder? Vor allem auch die... Der Fakt, dass hier überall noch so eine Kiste rumstehen, die man zum Explodieren bringen kann. Was sind diese Typen? Die könnte ich entwaffnen, soweit ich weiß. Nee, kann ich... jetzt kann ich sie nicht mehr entwaffnen? Nee, das war auch Quatsch. Falsche Taste gedrückt, dann aber kann man das Ding... deaktivieren, so wie das andere auch? Ne, kann ich nicht. Oh, das sieht ja crazy aus, habe ich noch gar nicht gesehen. Wir hatten ja bisher auch noch keine freie Sicht auf den Himmel, sage ich mal so. Was ist das? Kann ich das nehmen? Sieht so neuartig aus. Beseitige alle Feinde im Umspannwerk. Innerhalb der Anomalie auch nichts nehmen, ne? Achso, das ist tatsächlich auch das Umspannwerk. Das sieht man hier dran. Ganz eindeutig. Umspannwerk. Umspannwerk. Ich soll dahin. Wie denn? Ich kann irgendwie schlecht daneben. Achso, ich kann vorne vorbei. Und dann geht's aber auch nicht weiter. Dahin. Hä? Was ist denn hier? Muss ich doch das Ding ausschalten? Muss ich doch irgendwie Knöpfe drücken? Nicht, dass die Typen dann wieder lebendig werden, das wäre... Kann ich die denn erledigen? Warte mal ganz kurz. Vorsichtshalber. Noch hier in die Richtung? Hä? Muss ich das jetzt verstehen, oder? Das verstehe ich nicht. Hast du gerade gesehen? Guck mal, hier vorne auf dem kleinen Miniradar zeigt der da lang. Aber da zeigt er da lang. Hä? Ich nichts verstehe. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ich soll dir alle Feinde... Der so eine krassen Geräusche macht. Abgefahren. Ah, halbautomatische Schrotflinte. Sehr geil. Ja, machen wir mal die. Okay, alles voll. Dann frage ich mich immer noch, was ich jetzt machen soll. Okay, wir gucken mal. Komme ich da vielleicht hoch, um dann da hinten rüber zu hüpfen? Auf irgendeine Art und Weise? Kann ich vielleicht sogar übers Auto? Ach, kann ich, guck mal. Ganz einfach. Wer oder was ist das? Scheiße, das ist die Sonderausrüstung, die haben. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Scheint nicht viel auszuhalten, wollte ich gerade sagen, aber der hält doch viel aus. Der andere hat... Mann!
Alter, ich werde es nicht überleben, habe ich das Gefühl. Wie krass die Typen. Aua! Will hat Ihnen nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Die gucken ganz kurz mal so. Was ist denn eigentlich an diesen Dingern so besonders? Können die explodieren oder was? Ich... Sieht ja nicht so aus, deswegen. Weißt du was, ich bleib dabei. Das Ding hat einfach mehr Bums. Ich brauche mehr Durchschlagskraft momentan. Voll krass fies. Also spielt es nicht so einfach, ganz ehrlich. Wenn sie jetzt schon anfangen mit so einem Kram. Warum ist das eigentlich so ein komischer Boden hier? Aha, weil hier was explodiert anscheinend. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ne, hier ist sonst nichts. Also wir müssen tatsächlich hier hinten herunter. Es ist der einzige Weg.